was mich heimtückisch in diese Lage gebracht, Kid. Was um alles in der Welt war das für ein Witzbold? Atabai, ein Assassine und mein Mentor. Dann ist das alles so eine Art Religion? Wir Assassinen folgen einem Credo, ei. Doch es gebietet uns nicht, was wir tun und lassen sollen. Nur weise zu sein. Oh, erzähl davon. Das würde ich gern hören. Nichts ist wahr. Alles oh. Scheiße, ich wusste nicht, dass es nach unten geht. Okay, und damit herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 4. Black Flag. Du hast mich heimtückisch in diese Lage gebracht, Kid. Was um alles in der Welt war das für ein Witzbold? Atabai, ein Assassine. Und mein Mentor. Dann ist das alles so eine Art Religion? Wir Assassinen folgen einem Credo, ei. Doch es gebietet uns nicht, was wir tun und lassen sollen. Nur weise zu sein. Oh, erzähl davon. Das würde ich gern hören. Nichts ist wahr. What? Warum? War das jetzt ein Problem, dass er noch da stand? War das ein Problem? Ich krieg die Krise. Also nochmal, zum dritten Mal. In diese Lage gebracht, Kid. Was um alles in der Welt war das für ein Witzbold? Atabai, ein Assassine. Und mein Mentor. Dann ist das alles so eine Art Religion? Wir Assassinen folgen einem Credo, ei. Doch es gebietet uns nicht, was wir tun und lassen sollen. Nur weise zu sein. Oh, erzähl davon. Das würde ich gern hören. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Das einzig sichere in dieser Welt. Alles ist erlaubt. Das hört sich doch gut an. Denken, was ich will und handeln, wie ich will. Du plapperst. Ah! Oh, je, je, je. Anderer Weg, weil damit. Das ist eine Tür, denke ich. Ei. Und es muss einen Weg geben, sie zu öffnen. Ein Mechanismus irgendwo. Eine Art Winde? Die Blöcke da oben. Versuch sie zu bewegen. Uiuiui. Das sind doch keine Schiffswanden. Zack und. Beziehungsweise runter. Nach dem. Also wart ihr es, die die Templer gejagt haben, hä? Bis du kamst und alles verbockt hast, haben wir sie gejagt. Wir hatten sie am Schlafittchen. Doch nun haben sie die Oberhand. Ich war schneller. Der Türmechanismus funktioniert nicht. Suchen wir einen anderen Weg. Folge mir, Mann! Ich bin dabei. Alles klar, dann tauchen wir jetzt mal. Atemluftanzeige. Ah, da. Bekommst du noch Luft, hä? Genug, sowieso. Um dich zu verfluchen, Kid. Ja. Sind wir schneller als Kid? Nein, wir sind nicht schneller als Kid, schade. So, ein Tempel. Ein unterirdischer. Was ist das? Maya? Inka? Azteken? Das muss ein sehr wertvoller Schatz sein. Ein Schatz. Richtig. Was immer am Ende dieses Weges wartet, ist hoffentlich die Mühe wert. Das hängt wohl von dir ab. Wie das? Was ich dir zeigen möchte, könnte dir den Kopf verdrehen. Ich kann nur hoffen, dass du den Schock verkraftest. Ich komme schon zurecht. So. Wenn man Uncharted gespielt hat, ist das komplett ungewohnt, dass er auf einmal überall hochklettern kann. Ich meine, Uncharted spielt ja auch einiges damit, dass man irgendwo rumklettern muss. Das ist aber alles. Man hat der große Preis, den ich für deinen Mentor ansehen soll, sieht nicht aus wie der Mann, den sie den Weisen nennen. Tut mir leid. Hey, spring nicht gleich aus dem Hemd.
Ein Rätsel müssen wir noch lösen. Nutze, um den Hebel zu drehen. Die Statuen sind wie die von vorhin. Jedoch mit eingravierten Bildern. Auf dem Boden sind auch Bilder eingraviert, aber nicht dieselben. Dann muss es eine Verbindung geben. Aber welche? Ach so. Nee, wait. Shit, das stand schon richtig. Es gibt einen Unterschied zwischen den Bildern auf den Statuen und wait, kann ich? Ja, ist ja gut. Du brauchst mir jetzt nicht alles sagen. Ich hab's schon kapiert. Ei. Die einen sind Raubtiere, die anderen Beute. Kann ich? Raubtier passt zu welcher Beute? Das ist die Frage. Kann ich das irgendwie benutzen? Das ist die Verbindung. Das Raubtier zur jeweiligen Beute. Was ist das denn? Ist das ein Krokodil oder was? Ich frage jetzt erstmal, wie kann ich die Dinger da bewegen? Nee, ich will nicht pfeifen, ich will auch nicht klettern. Ich will die Scheiße bewegen. Es scheint so, als wäre hier nichts mit bewegen. Kletter auf diese Steine, Kenway. Ich habe eine Idee. Kletter auf die Steine. Oh. Oho. Okay. Sollen wir auf die Steine hier klettern? Vielleicht kann man sie bewegen. Zack. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich einfach bloß die Farben richtig anordnen muss. Oder nicht. So. Halt, nein, das war okay. Na gut, dann ist das auch schwurscht. Noch ein. Genau. Loslassen, dann lass mich mal da hoch. Ja, er klickt ja viele Steine. Boah, Leute, echt. Aber das war's noch nicht, oder? Geh mir mal zur Hand, Kenway. So, nochmal hier hoch. Das Ganze runter. So, drehen. Ach, ich dreh schon wieder in die falsche Richtung. Ja, die Steine haben Gegengewichte, Mensch. Genau. So. Nummer 2. Entschuldigung. Gerade hart hupfen müssen. So, jetzt hier drauf noch. Bei Gott, das ist der Weise. Doch dieses Ding muss hunderte von Jahren alt sein. Viel älter. Ist er es sicher? Ei. Seine Augen verraten ihn. Sagten die Templer, wozu sie den Weisen brauchen? Sie füllten etwas von seinem Blut in ein Glasgefäß. So wie dieses hier? Ei. Sie wollten ihn auch wegen des Observatoriums befragen, doch er entkam. Hm. Wir sind fertig hier. Wir sind fertig hier. Mission beendet. Das vergrabene Geheimnis des Weisen. Schauen, wie es weitergeht. Das Observatorium. Der Weise und eine Statue von ihm. 100 Jahre alt. Was zum Teufel war das da hinten? Jim! Wie passt das zusammen?
Schweig! Die Statue in diesem Tempel, war das der Mann, den ihr in Havanna saht? Aus dem Gesicht geschnitten. Dann wurde ein weiterer Weiser gefunden. Der Wettlauf um das Observatorium beginnt von Neuem. Flüstern wir deshalb? Das ist nur eure Schuld, Captain Canway. Die Karten, die ihr den Templern verkauft habt, führten sie direkt zu uns. Und nun wissen die Agenten zweier Reiche, wo genau wir operieren. Überlass das mir, Mentor. Sie haben auch Edwards Crew gefangen. Ich frage mich, was ihm ihre Leben wert sind. Nimm dies. Erregt keine Aufmerksamkeit und kostet weniger Leben. Okay, Blasrohr. Das Blasrohr ist eine effektive, lautlose Waffe, die mit Schlaf- oder Berserkerpfeilen ausgerüstet werden kann. Sie können die Pfeile in Gemischtwarenläden kaufen oder aus ihrem Inventar herstellen. Schlafpfeile für 10 Gegner. Ja, in Schlaf rüsten sie mit. Zielen sie mit LT und schießen mit RT. Ist nur ihr Feuer, um Gegner zu schießen. Jetzt kannst du dein Blasrohr ausprobieren. Schnell. Was für Pfeile habe ich denn ausgewählt? Schlafpfeile. Leise okay. Und effektiv, nicht? Befreite Gehgefangene, 0 von 14. Wo ist denn jetzt... Wo ist denn jetzt Kit hin? Ach, da hinten. Ah, Berserkerpfeile. Mal schauen. Ich brauche schon einen starken. Nicht einfach bloß irgendwen. Weil es für mich jetzt hier fast einerlei ausschaut. Mal schauen, was er anstellt. Und wie lange er lebt. Okay, das war's. Zu weit weg. So. Zack. So, erster befreit. So, kann ich den irgendwie looten? Auch. Aber das wäre nämlich ganz gut, wenn wir ein paar Schlafpfeile kriegen. Ach, Dank, aber keine Vergebung. Acht Schlafpfeile ist schon ein bisschen heftig. Jetzt habe ich aber wieder 4 Schlafpfeile. Huch. Oh, ich habe keine Schlafpfeile mehr. Das ist jetzt ein bisschen blöd.
Wo ist der Typ hin? Er ist dahinter. Die Soldaten kamen mit diesem Sklavenhändler, Laurenz Prinz persönlich. Komm. Gib auf, Mann. Du kannst uns nicht das Wasser reichen. Zack. Kurz nochmal plündern. Nein. Pest und Cholera. Wenn uns das nochmal passiert. Okay, gehen wir mal da runter. Gehen wir über die Treppe da runter. Was macht Kit denn schon wieder da? Nein, nicht da hoch, Kenway. Ja, von da heraus kann ich nichts schießen. Nein, shit, ich wollte eigentlich einen Schulterwechsel. Alles klar, das war alles, Kit. Du packst es nicht. Huch, 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 huch. Oh, das mit. Ah, jetzt komm. Geht doch. Hätten wir die optionalen Ziele schon mal erfüllt? Ei, verbrüdern sich mit den Heiden. Da wird mir das schlecht. Le Axon, Jetele Ak Kinsacho. Ma. Bei Gott, warum machen die das? Können nicht unter Menschen leben, oder? Kein christliches Leben führen. Deshalb kommen sie her. Hoch, 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 hoch. Also Berserkerpfeile hätte ich noch, aber die. Naja. Okay, dann müssen sie jetzt wohl die Berserkerpfeile machen. Und zwei. Mal erstes Mal wieder hier drinnen verstecken. Vielleicht danke ich dir später, wenn du es schaffst. Uiuiuiui. Ach so, er wieder. Der Sack, ne? So, jetzt müssen wir bloß abwarten. Er stirbt sowieso. Hälfte ist vorbei. So. Wieder runtergeholt von irgendwem. So, jetzt komm hier. Plündern. Bügeln voll.
Drei Schlafpfeile. Shit, komme ich nicht hoch. So. Zack, 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 zack. Mist. Was für ein Schlamassel, hm? So, fünf noch. Die Reichweite ist jetzt nicht gerade der Brüller. Von dem Ding. Na komm. Mal schauen. Uiuiui, das war knapp. Zack. Da steht noch irgendwo einer, der steht da hinten irgendwo. Ah, der stand da hinten irgendwo. So. Den kurz nochmal durchsuchen. Macht Schlaf und Berserker fein. So, und du schaust, dass du mal hier Riot gehst jetzt. So, jetzt bin ich gespannt. Der Kommandant gegen den einfachen Mann. Tatsache. Der knockt den voll weg. You there. So. Vielen Dank, Bruder. Bitte, bitte, bitte. Danke sehr. Alles klar. Wer ist da? Siehst du diesen räudigen Hund? Ein Sklavenhändler namens Laurenz Prinz. Er lebt wie ein König auf Jamaika. Der Bastard ist seit Jahren ein Ziel. Verdammt, fast hatten wir ihn. Bei Gott, dein Orden ist ein fröhlicher Haufen. Gerunzelte Stirn und finstere Blicke. Captain Kenway, ihr habt besondere Talente. Danke, Freund. So bin ich halt. Ihr seid grob und arrogant. Stolziert herum in einer Uniform, die ihr nicht verdient. Alles ist erlaubt. Ist das nicht euer Motto? Ich spreche euch von euren Fehlern in Havana frei, jedoch seid ihr nicht willkommen hier. Schade, Mann. Wünscht es, wenn nicht so. Bei den Assassinen nicht erwünscht, der Herr Kenway. Lustigen Haufen Freunde hast du da. Du verdienst Strenge, Edward. Stolzierst herum wie einer von uns und bringst unserer Sache Schande. Und was ist das? Eure Sache? Einfach gesagt, wir töten Menschen. Templer und deren Kumpane. Sie wollen alle Reiche auf der Welt kontrollieren. Und alles im Namen von Frieden und Ordnung. Klingt wie Ducasses letzte Worte. Siehst du? Eigentlich geht es um Macht. Darum, Menschen zu beherrschen. Unsere Freiheit zu rauben. Noch eine Botschaft von einem deiner Freunde? Hi. Ich zeig's dir. Ein... Ja.
diese Attentatskarte. Die haben wir bereits gesehen. Genau. So. Noch mit Schlafpfeilen betäubt. Mit Berserkerpfeilen betäubt. Oder beziehungsweise ausgeschaltet. Und damit verabschiede ich mich für diese Folge. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Assassin's Creed 4. Bis dann. Tschüss.